Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, wir sind hier in einer Stadt des Summens. Na, irgendwas ist da ganz komisch. Schaut mal bitte, alles voller Blut. Das ist ekelhaft. Warum ist hier bitte alles voller Blut? Rüste das Herz aus. Okay. Und jetzt? Wäre dieser Ort anders, wenn ich die Welt nicht verlassen hätte? Das könnte sein. Da ist das ekelhaft. Drakonische Mitbürger. Möchte ich dies hier verkünden. Aufgrund der vom ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn Corvo Attano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Corvo gelten ab sofort neue Einschränkungen. Die Drakonische Garde wird alle Ausländer und neuen Arbeiter auf den Straßen Tanakas Befragungen unterziehen. Die Teilnahme ist Pflicht. Ha, toll. Gruselig. Was will der? Hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Konnte schon wieder nicht schlafen. Vielleicht probiere ich eine von diesen Schlaftinkturen. Aber die sind nicht billig. Alle Straßen voller Blut. Das ist unfassbar. Servus. Ein bedecktes Gesicht wird der Garde nicht gefallen. Ihr Gesicht ist bedeckt. Der Garde wird das nicht gefallen. Schwarzmarkthändler. Ich bin nur bei Zufall. Aber bewegt euch langsam und haltet euch von den Nestern fern. Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld haben. Ich bin nur per Zufall da lang und wirklich nicht, was ich gegessen könnte habe. Sein, dass wir jetzt den Schwarzmarkthändler gefunden haben. Aha, da sind wir schon bei dem. Na, da will er noch nicht hin. Mit ein bisschen Glück haben wir gleich den Schwarzmarkthändler gefunden. Was? Spiel auf deine Art Teil 2. Eine Lichtwand ist ein gefährliches Sicherheitssystem aus der Zeit der Rattenplage. Wer nicht auf sie abgestimmt ist, verbrennt beim Durchschreiten zur Asche. Diese Lichtwand wird von einer Windmühle mit Energie versorgt. Andere besitzen hierfür entfernbare Walöltanks. Du kannst diese Lichtwand auf vielfältige Art und Weise umgehen. Halte die Windmühle an, um ihre Stromversorgung zu kappen. Erkunde Wohnungen in der Nähe, um einen Alternativweg zu finden. Meistere das von Blutfliegen infizierte Gebäude hinten in der Nähe des Anlegers. Beherrsche eine Ratte und finde einen kleinen Durchgang. Klettere durch das Fenster über der Lichtwand. Aha. Das Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast zu sehen, was passiert, wenn sie mich erwischen. Ach, hör auf. Das will ich gar nicht. Warte. Alle hopp. Dann wird hier irgendwo der Schwarzmarkthändler sein. Der Pfeil ging in die Richtung. Aufpassen, mit wem sie sich anlegen. Ah, da. Hallo. Und die bevorstehende Ankunft seiner Gnade Luca Abele, Herzog von Drakonos und Gemahl der Kaiserin. Okay. Der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholt. So hustet ein Bergarbeiterblut. Er verschweigt es seiner Frau. Willst du auch sie töten? Was? Und ich gebe endgültig auf. Besser im Nichts als noch ein Tag dieser. Bin ich eine dreckige Warum soll ich die töten? Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Der da nicht, oder? Der ist schon tot. Ich wollte eigentlich da oben den Schwarzmarkttypen und so, ne? Hey, komm her. Meint die mich? Entschuldigung, ich musste mal kurz husten. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Ein neuer Kunde. Mit Geld, nicht wahr?
Irgendwo schlägt ein Adeliger einen Dieb. Er ist noch ein Kind. Er wird für immer gewesen sein. Er hat ihn zu spät gebracht. Ja. Ausrüstung, Verbesserungen, Mal sehen. Verbesserungen? Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Aha, wie viel Geld haben wir? 1333, okay. Was haben wir denn da? Wenn die Garde vorbeikommt, kenne ich sie nicht. Ja, Armbrust. Diese lautlose und exotische Waffe ist aus den feinsten Materialien gefertigt und wird dazu verwendet, regulär Bolzen, Betäubungsbolzen und Brandprojektile abzuschießen. Gut, was haben wir da? Armbrustpräzision. Die Ziel- und Treffergenauigkeit der Armbrust wird erhöht. Mhm. Erhöhte Bolzenreichweite. Armbrustbolzen fliegen schneller und weiter. Okay. Ist das immer einzeln zu kaufen? Ich denke, ne? Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Nachladen. Was haben wir da? Armbrustbolzen. Armbrustmunition. Nicht zerbrochene Bolzen können von getöteten Gegnern und Wänden eingesammelt werden. Betäubungsbolzen. Ein Bolzen, der einen Gegner nach kurzer Zeit in Schlaf versetzt. Was hätte er denn noch Schönes? Nichts sonst, oder was? Doch, Pistole hätte auch was. Pistolen-Nachladegeschwindigkeit 1, schnelleres Nachladen. Warum sie ihr Gesicht bedecken, geht mich nichts an. Ja. Präzision. Pistolenpräzision 1. Verringert die Abweichung und erhöht die Zielgenauigkeit. Magazin plus 1. Fügt dem Magazin eine Kugel hinzu. Pistolenkugel. Pistolenmunition laut. Super. Was noch? Ausrüstung und Kleidung. Verbesserte Linsenoptik. Verbesserte Optik mit zweiter Vergrößerungsstufe. Artefaktkapazität plus 2. Schaltet 2 zusätzliche Plätze für Artefakte frei. Springminenkapazität plus 2. Erhöht die Springminenkapazität um 2. Ja, toll. Bolzenkapazität plus 5. Erhöht die Armbrustkapazität auf 5. Kugelkapazität plus 5. Erhöht die Kugelkapazität um 5. Mhm. Nächstes. Faltklinge. Schwerthärtung. Verschafft dir einen Vorteil im Kampf mit verkeilten Schwertern. Aha. Granaten. Granate. Eine Metallhülse, die mit dicken, explosiven Teer gefüllt ist, der aus raffiniertem Walöl gewonnen wird. Mine. Eine Mine, die beliebig platziert werden kann und deine Gegner mittels Elektrizität betäuben. Springmine. Wenn ausgelöst, schleudert dieser eng aufgezogene Mechanismus Schrapnelle von sich, kann an den meisten Oberflächen angebracht werden, wird durch Erschütterung ausgelöst. Ach du Heilige, was... Ich muss mal schlafen. Entschuldigung. Ach, sie suchen Pläne für bessere Waffen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht gerade, was haben wir da? Ausrüstung. Oh. Armbrustbolzen. Leise kann wieder eingesammelt werden. So, Entschuldigung. Geht's darüber auch? Die Neuigkeiten sind wohl nicht so gut. Die sollten es wie ich machen. Einfach nicht lesen. Versunkene Vorräte. Zwei Seeleute kennen die Position eines in der Bucht versunkenen Schiffes, auf dem sich Vorräte befinden. Rune. Mit Runen erhältst oder verbesserst du übernatürliche Kräfte. Wie teuer ist die? Die Hand drauf. Okay, das geht. Die will ich vielleicht auch noch nehmen. Eine Freude. Was hätte er denn noch? Was ist das denn? Pistolenkugeln, null. Betäubungsbolzen, Springminen, Nakromine, so heißt das. So, was ist das noch? Armbrustbolzen. Oh, was?
Also das war jetzt wieder Ausrüstung. Entschuldigung, ich wollte Verbesserungen noch schnell schauen. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Fliegen schneller und weiter. Faltklinge. Ausrüstung und Kleidung. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht, was gut ist und was schlecht ist und was toll ist und was nicht so toll ist. Ja, du brauchst viel Geduld mit mir. Das hätte ich dir vorher sagen sollen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lasse ich das erstmal. Kommen Sie bald wieder, wenn ich dann noch hier bin. Ja, hoffen wir es, dass du noch da bist. Knochenartefakt. Runen? Aha. In die Richtung. Okay. Das Herz sagt mir das an, ne? Huch, ich steck fest. Okidoki. Ist irgendwas Interessantes? Rune? Und was hätten wir noch? Aha, das kann ich markieren. Ach so. Mhm. Auch nicht schlecht. Das muss man halt alles erst wissen, ne? Aha, jetzt sind wir da oben. Irgendwo in die Richtung. Hm? Meint ihr mich? Passiert, sagen Sie. Ist dir nicht sicher, sagen Sie. Aber für Leute wie mich wird es nie sicher sein. Löste das Herz aus, ja. Okay. Ich will nur versuchen, hier irgendwas zu finden. Aber ich glaube, das Herz ist dann gar nicht mal so schlecht, ne? Wer soll ich hier rein? Eindeutig. Blutfliegennester zerstören. Lento, du musst entweder mutig oder verzweifelt sein, um diese Arbeit anzunehmen. Früher haben wir die Blutfliegen mit ganzen Trupps ausgeräuchert, aber der Befall ist schlimmer denn je und der Herzog hat alle Gelder gestrichen. Also zerstören wir die Nester von Hand. Folgendes musst du wissen, um am Leben zu bleiben. Erstens, wenn du an einem Blutfliegenschwarm oder Nest vorbei willst, dann halte Abstand und bewege dich langsam, sonst greifen sie an. Zweitens, wenn die Blutfliegen ruhig sind, ist alles gut. Wenn sie aufsteigen und zu glühen anfangen, gibt's Ärger. Drittens, wenn sie dich umschwärmen, dann renn oder kämpfe. Zermatsch oder verbrenn sie, die Nester ebenso. Viertens, der Blutfliegenschwarm kommt zurück, bis du alle Nester dieses Schwarms zerstört hast. Das ist alles. Wird schon gut gehen. Ach ja, noch was. Blutsteine im Nest kannst du als Bonus behalten. Lass dich nur nicht von der Garde erwischen, sonst musst du ihr Säuberungssteuer oder so zahlen. Viel Glück. Aha. Beweg dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegengift und Eiern vollpumpen. Kann ich da rein? Vielleicht? Ich will eigentlich da rein. Darf ich nicht? Ich will da rein. Ah, geht eh. Okay. Batsch, 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 batsch. Noch mehr Ungeziefer? Wo ist denn Ungeziefer? Ich höre noch was. Da spielt noch was. Busch, bam. Zack, back. Ist das kaputt? Ich glaube jetzt. Sehr gut, oder? Mal schauen, ob wir da was drinnen haben. Nein, natürlich nicht. Was? Boah, ist das schlimm, ne? Ja, yeah, Tinktur haben wir bekommen. Sehr gut. Ah, da sind noch mehr von diesen Viechern. So, was hat's denn?
War's das schon? Irgendwo schwirrt noch was rum. Ungeziefer. Noch irgendwo ist Ungeziefer. Ich hör's, aber ich sehe es gerade nicht. Da. Jetzt müsste Ruhe sein. Sehr gut. Blutstein. Hm, 25 sind die wert. Zweiermünze. Münze. Ein Wecker. So, was haben wir hier noch? Glas. Brandbolzen. Und Glücks. Spalterit. So irgendwie. So. Boah, das schaut übel aus, ne? Was? Alter. Ich höre es noch irgendwo surren, ne? Irgendwo gibt es noch so eine Viecher. Was haben wir denn da Schönes? Nix. Eine Karotte. Köstlich. Kartoffeln. Na du? Irgendwo schwirrt da noch jemand rum, ne? Wahrscheinlich da oben. Warte, den Blutstein hier, ne? Den habe ich irgendwie übersehen. Doing, doing. Da müsste doch auch ein Blutstein sein, oder? Was haben wir denn da? Traditionelle serkonische Lieder. Elmira, Elmira, bitte komm nach Hause, Elmira. Eines Tages ging sie fort und kehrt nie zurück an diesen Ort. Angeblich hat sie eine silberne Ader gefunden, länger als sie sich lässt erkunden. Tief unter der Erde, sie besticht ohne jegliches Tageslicht. Elmira, 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 bitte komm nach Hause, Elmira. Sie ist noch da unten, für immer gebunden, meine süße Elmira. Elmira, 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 bitte komm nach Hause, Elmira. Sie ist gefangen im tiefen Felsengrab, ohne Essen und ohne Schlafen. Sie ruft meinen Namen und irrt, vielleicht ist sie sogar verwirrt. Läuft links und nach rechts außen, wo geht es denn nach draußen? Elmira, Elmira, bitte komm nach Hause, Elmira. Sie ist noch da, noch da unten, für immer gebunden, meine süße Elmira. Aha, Zirkelzement, wo ist denn jetzt dieser Blutstein? Gibt's denn sowas auch? Hä? Müsste nicht irgendwo das sein? So ein Blutstein? Ich habe jetzt ja nur einen. Ich habe den doch kaputt. Aha, ober uns ist ein Knochendingens. Ui. Irgendwo da oben. Aha. Das hätte ich gern mit. Okay. Da ist sonst nichts, oder wie? Nein? Ja, ja. Ich gehe schon. Ich werde noch schnell was essen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht. Diese Viecher, ne? Irgendwas brennt hier. Na toll, irgendjemand lacht. Dingens. Nehmen wir gleich mit. Neues Knochenfragment. Supi. Depperte Blutfliegen, echt. Schön. Schön kaputt hauen. Naja, so viele Blutsteine scheint es dann doch nicht zu geben. Ich dachte, dass vielleicht in jedem dieser Kokons da so ein Blutstein drin wäre.
ist nicht der Fall. Nee, nee. Da ist was. Schau mal. Brandbolzen. Mua. Bastinarische Feige. Aha, faule. Na, die brauchen wir nicht. Nächste Rune. Das ist echt praktisch mit dem Herz. So, kommen wir da raus? Ich denke nicht, oder? Schau, was da ist. Ein Erz. Trivianisches Erz. Aha. Zerstörung! Ja. Boah, ey, da gibt's echt viel Zeugs, ne? Jetzt sind wir gerade mal bei einem. Da brauchen wir ewiglich, bis wir hier durch... bis wir hier alles gefunden haben. Ah, Dunkelziefer. Da ist jetzt Ruhe. Da ist noch was. Oder auch nicht. Dann nehmen wir den mit. Dann gehen wir nochmal rauf. So, was gibt's denn hier Schönes? Hauen. Yeah. Die hat leider nichts. Ja. Die Pistolenkugeln helfen mir jetzt auch nicht weiter. Dann tun wir was essen. Eine neue Pistole. Okay, bringt mir auch nichts. Zum Stibitzen haben die irgendwie nichts. Da sind noch ein paar Bananen. Ducken. So, jetzt können wir hier durch. Das war jetzt nur der Körper, ne? Ja. Na toll. Das hier ist einfach alles super. Hm? Was war da? Nix, ein Knochenfragment. Tick, tick. Haha, okay. Stimmt, die sind ja auf, die reagieren ja auf Lärm. Genau. Richtig. Hier, dämliches Ungeziefer. Weg mit euch. Blutsteinchen. Da ist er. Ist immerhin ein bisschen was wert. Nehmen wir gerne mit. Das tut's immer noch. Krass. Hä? Auf der Stiege wahrscheinlich, also auf der Treppe. Sonst, ich weiß nicht, ich finde irgendwie sonst nicht wirklich was an, ne? Ich hoffe, dass diese Punkte hier, also das Herz, dass uns das schön brav zeigt, wo was ist. Aber ich denke schon. Kackviech. So. Super, ey. Sind wir fertig? Da oben ist noch ein Ungeziefer. So. Sehr gut. Nochmal eine Pistole. Säbel. Schneeblerfeder. Mhm. Das gibt Münzen. Was haben wir hier noch Tolles? Nicht besonders viel, ne? Ja. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Ist blockiert. Jetzt aber nicht mehr.
feindseliges Gebiet. Das ist ja traumhaft. Da drüben soll was sein. Toll. Ich würde auch mal sagen, ich sollte es vielleicht speichern. Denke ich einfach mal. Wo geht's denn da lang? Kommt man da hoch? Nö, oder? Karnaka versinkt in Finsternis, Hass und Korruption. Jo. Wir tun mal speichern. Boah, da ist echt viel, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich das auch alles so machen muss jetzt, ne? Ob man das alles so suchen sollte, aber ich denke schon, ne? Wegen Kapitel und das Ganze. Das könnte eventuell lang dauern, bis wir hier weiter sind. Vielleicht soll ich mal das einstecken und so. Boah. Aber wir müssen fast irgendwo anfangen. Drakonische Mitbürger, während der Amtszeit. Ich bin so gescheit. Ich sehe lieber nach. Ich kriege dich schon! Das diesjährige Blut ist das schwerwiegendste in jüngster Zeit. Verletzter oder befallene Leichen. Rühren Sie sie nicht an. Rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begräbnis nicht vor jedermann. Komm schon! Ich will nicht sterben. Nimm das! Alter! Okay, Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Alter, du Kerl. Wow, was war das jetzt gerade? Warte. Das geht so nicht. Laden. Das ist ein Blödsinn, was ich da mache. So. Okay. Nochmal. Nicht darüber gehen. Okay, das, die greifen uns natürlich sofort wieder an, ist eh klar. Ja. Fortsetzen. Das sieht unsere Mama scheinbar auch nicht so gern. So, wir sind jetzt hier, okay. Ich versuche irgendwie... Huch! Ich versuche irgendwie... an diese Runen und so zu kommen, ne? Was? Und ich sag ihm, komm ich da nicht. Wenn du mich fragst, dann bezahl die Gebühren fertig. Und dann. Vielleicht sieht er uns nicht. Hat ein bisschen Glück. Das ist seine Geschichte. Trug er das Gewand des so viel dazu. Scheiße. Warte. Nochmal. Dreck, Verfluchter. So, wie komme ich da jetzt zu der Rune hin? Da drüben wurde mir eines angezeigt, ne? Ich möchte vor allem versuchen, ja, ich will es wirklich versuchen, die einzusammeln. Wird aber, glaube ich, nicht so leicht. Wie ich mir das gerade vorstelle. Wenn ich Pech habe, kann ich die da gar nicht so gescheit mitnehmen. Irgendwie konnte ich das hier gerade markieren, ne? So. Okay, dazu muss ich hier mal irgendwie vorbei und so, ne? Weil anscheinend gibt es hier irgendwie Wachen. Irgendwo. Zumindest haben die mich jetzt gerade da unten. Ich verstehe. Okay. Da muss ich quasi den anderen Weg finden. Möchte ich dies hier verkünden. Das diesjährige Blutfliegenproblem ist das schwerwiegendste in jüngster Zeit. Falls Sie Nester oder befallene Leichen vorfinden, rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begriffe des Jedermannsordens durchzuführen, die werden hart bestraft. Wenden Sie sich umgehend an die sarkonische Garde. Was hinter mir? Die Garde vor Ort werden sich um die Situation kümmern und entscheiden, ob Strafen angebracht werden. Wow.
Wo ist der Gradler hin? Ich kann ihn nicht erwürgen, ne? Das wird nicht klappen. Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Abhauen geht er jetzt, ne? Jetzt will ich eigentlich immer darauf. Ich müsste darüber. Mist. Ich frage mich, wer das war. Ich bin müde. Keine Ahnung. Und tauchen. Vielleicht ist das gut so. Ich bin gerade voll konzentriert. Entschuldigung. Ich probiere mal was. Komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Kann ich mir das herziehen? Kann ich wissen? Ich würde das gerne. Ich weiß nicht. Ich würde mir gerne. Okay. Ich würde gerne da rein. Wie komme ich da rein? Löse das Herz aus. Warte mal. Kann ich hier... kräftemäßig, kann ich da irgendwas machen? Überhaupt, generell, kann ich irgendwas machen? Schau, Karten. Auf einmal sind Karten da. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Na, ich wollte... ich wollte wegen Inventar und so, ne? Gegenstände. Hinweise, Fähigkeiten. Das wollte ich eigentlich schauen. Kraft verbessern. Tutorial anzeigen. Wie kann ich... ich will das haben, ne? Wie sollen die Führer, ich, die den Weg ich dachte... nein. Lass uns hier kurz gemeinsam verloren sein. Ja, Mami, ich wollte mich nur da... Ich dachte, ich kann vielleicht den Gegenstand zu mir ranziehen, ne? Mit der einen Fähigkeit. Mist, der Part ist auch zu Ende. Mal so am Rande. Ich glaube, das schifft gerade ins Wasser. Super. Darin sind wir geschwommen. Mich ekelt's gerade. Ich würde nur, ich möchte das haben. Ich weiß nur nicht wie. Ob das jetzt wieder so eine Geschichte ist, wo du mit einer Ratte rein musst, oder ob es da einen anderen Weg rein gibt. Ich meine, wir müssen doch hier durchpassen, oder? Sie ist hier drin, sie ist nicht so dick. Ach, Herr Jemine. Naja. Ich denke mal, ich werde den Part beenden und schauen, ob ich diese, ich will was ranzoomen, ranziehen, Fähigkeit herbekommen. Also wo wir uns quasi schnell reporten können, vielleicht komme ich irgendwie rein und wieder raus. Es wäre nämlich schade, wenn wir die nicht mitnehmen können. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!